Professor, Sie hatten nach mir gefragt. Oh, Luigi, da bist du ja endlich wieder. Einen alten Mann lässt man doch nicht so lange warten. Sterben Sie bald, oder? Ich hoffe nicht. Ich habe mich hier unten mächtig ins Zeug gelegt. Das Labor verfügt jetzt fast über alle Funktionen, die mir so vorgeschwebt haben. Aber du warst offensichtlich auch nicht faul, Luigi. Gut so. Sauge bei deiner Erkundungstour mit dem Schreckweg-Flu immer so viel wie möglich auf. Glaub mir, das tue ich. Dabei hast du sicher schon eine hübsche Summe Geld eingesammelt. Ja, warum? Fragt sich also, was du damit anfangen kannst. Tja, eine ganze Menge. Und ein kleines bisschen werde ich davon auch profitieren, versteht sich. Trommelwirbel bitte. Hiermit kündige ich voller Stolz etwas ganz Besonderes an. Was passiert hier gerade? Wie auf die Tastatur haut. Professor, ihr Kids Shopping Netzwerk ist jetzt freigeschaltet und hier im Labor zugänglich. Moment, was? Ein Shop? Ich hoffe aber wirklich nur mit Ingame-Währung, ja? Dort kannst du recht nützliche Items kaufen. Für einen absoluten Spottpreis. Zur Feier der Eröffnung gibt es, und das ist natürlich nur eine einmalige Sache, ein Gratisgeschenk, und zwar einen Goldknochen. Nur zu, Luigi. Wähle den Goldknochen einfach aus und nimm ihn an dich. Goldknochen, wenn die Zahl deiner Herzen auf 0 sinkt, rettet dich der Polterpinscher. Den Knochen kassiert er dafür ein. Ah, ich glaube, das war in Luigi's Mansion 2 auch so, oder? Ja, ja, ich denke. Auf jeden Fall nehmen wir den mit. Klar, warum nicht? Und er hat noch 2 auf Vorrat. Kosten 1000 Münzen, das können wir uns locker leisten. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufpäppeln, wenn die Anzahl deiner Herzen auf 0 sinkt. Es wäre also ratsam, gleich mehrere Goldknochen in petto zu haben. Dazu müsstest du aber natürlich welche kaufen. Stöbere ruhig ein bisschen im Shopping-Netzwerk. Die anderen Items, die ich anbiete, sind nämlich auch nicht zu verachten. Ja gut, ich denke, wir brauchen jetzt nicht noch mehr Goldknochen. Also bislang lief es ja wirklich richtig gut. Klar, gegen den Koch mal unter 50 gelangt, aber das kann mal passieren. Oh, jetzt hätte ich es doch beinahe vergessen. Solange du hier bist, muss ich noch was erledigen. Luigi, dreh dich doch mal kurz um. Ich muss was an deinem Schreckweg-Flu anpassen. Noch mehr Updates? Cool. Ich war übrigens noch nicht fertig mit dem Shop, aber ich konnte mir nichts anderes ansehen, warum auch immer. Schon erledigt. Der Schreckweg-Flu hat jetzt ein brandneues Update bekommen, eine neue Funktion. Aufgrund einiger Untersuchungen gehe ich davon aus, dass sich Buhus im Hotel verstecken. Mit der neuen Funktion lassen sie sich aufspüren. Nee, also ist die Buhu-Jagd aus dem ersten Teil wieder zurück? Geil. Die Einzelheiten erläutere ich dir aber später. Gut, das war's erstmal von meiner Seite, Luigi. Dann setz jetzt deine Suche im Hotel fort. Hä? Er gibt mir das Update, aber sagt mir nichts Näheres dazu? Das macht doch keinen Sinn. Und ich habe hier im Shop auch irgendwas in Bezug zu Buhus gesehen. Ja, hier, Buhu-Finder. Ach so, kann man noch nicht erwerben. Hiermit wird auf der Karte der Aufenthaltsort eines Buhus enthüllt. Für insgesamt einen Buhu einsetzbar. Ist es wie im ersten Teil, dass sie sich in jedem Raum befinden? Juwelenfinder gibt's auch? Hiermit wird auf der Karte enthüllt, wo sich ein Juwel versteckt. Für insgesamt ein Juwel einsetzbar. Okay, das entwertet so ein bisschen die Wertigkeit. Aber andererseits finde ich es auch in Ordnung, dass sie einem die Möglichkeit geben, alle Edelsteine in-game zu finden. Und es ist tatsächlich auch eine sinnvolle Einbindung des Geldes. Also ich habe da jetzt prinzipiell nicht viel gegen. Kann man schon machen. Bin gespannt, ob sich das Angebot noch erweitert oder ob es dabei bleibt. Für den Moment haben wir da diese 3... Items. Ich war doch gerade bei ihm. Mann, der Typ nervt manchmal, wirklich. Aber das ist das Alter. Alzheimer kickt rein bei ihm. So schnell kann's gehen. Du bist anscheinend schon auf den ersten Buhu gestoßen. Was? Im
muss ganz in der Nähe sein. Lass mich das genauer erläutern. Wo waren wir doch gleich? Ich gucke aber erst noch meine Notizen. Also, Luigis Körper besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auf von Buhus ausgesendete Frequenzen. Wenn sich ein Buhu in der Nähe versteckt, merkt man das daran, dass der Glibber zu vibrieren beginnt. Das Vibrieren nimmt zu, je mehr du dich zu einem Buhu näherst. Wenn du ganz nah bist, wirst du das im wahrsten Sinne des Wortes spüren. Das war einfach zu verstehen, nicht wahr, Luigi? Starke Vibration bedeutet Buhu in der Nähe. Na los, fang mir reichlich Buhus. Ich überlege mir derweil schon mal, wie ich sie in meiner Sammlung anordnen werde. Goodbye. Ein Buhu ist hier. In dem Gang? Oder in dem Raum nebenan? Weil ich könnte es mir da drüben eher vorstellen. Okay, ich glaube, ich habe recht. Hier hat sich jetzt sogar die Musik geändert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es ist auf einmal so richtig gruselig hier. Mit Orgelspiel. Okay, wie funktioniert das jetzt mit den Buhus? In Teil 1 haben die sich in Elementen versteckt. Wie hier zum Beispiel. Und ich musste sie finden. Okay, es ist anscheinend genauso. Ich bin Ubu. Und sie haben wieder eigene Namen. Du tappst doch nach wie vor im Dunkeln. Ja, das stimmt wohl. Moment, ist er jetzt weg? What the fuck? Oh, wo kommen denn die Fledermäuse her? Ja, was soll das? Der ist jetzt anscheinend wirklich weg. Weil der Luigi-Glibber reagiert ja auch nicht mehr. Okay, dann hat man den hier vielleicht freigeschaltet und... Nee, Moment mal. Das Ganze ist ein wenig seltsam. Hoho, ich bin Ubu! Du tappst doch nach wie vor im Dunkeln, ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn fangen können oder nicht. Und jedes Mal entsendet er so... Fledermäuse. Ich glaube, wir brauchen zwingend diesen Buhu-Finder, kann das sein? Also ich verstehe das nicht ganz, aber... Professor hat ja auch gemeint, er erklärt mir das später. Was mich zusätzlich verwirrt ist, der ist doch gerade nach unten geflogen, aber das ist doch schon der Keller. Oder gibt es noch einen zweiten Keller, also ein Untergeschoss? Ich weiß es nicht. Aber jetzt vibriert es wieder. Er sagte ja, ich tappe im Dunkeln. Muss ich erstmal irgendwie das Licht einschalten? Aber das Licht geht doch nur an, wenn man alle Gegner besiegt hat. Und allein durch den Buhu ist das nicht machbar. Versuche es noch einmal, ihn zu triggern. Und wenn es nicht geht, dann... Dann halt nicht. Aber er ist weg. Das ist ganz komisch. Ich meine, er kann sich hier doch auch nirgends verstecken, oder ist er jetzt hier in dem Raum? Ja. Ja, das ist ja grandios. Der Raum ist riesengroß. Wie soll ich ihn denn hier finden? Okay, hat geklappt. Aber wenn er jetzt nochmal flüchtet, dann... Ja. Okay. Dann habe ich da jetzt auch keine Lust mehr drauf. Das ist ja mal mega blöd. Heißt das, man braucht zwingend diese Buchfinder, oder was? Geh jetzt doch nochmal rein zum Professor. Vielleicht hat er das jetzt im Angebot. Was soll denn das, Nintendo? Das war jetzt wirklich ein bisschen unnötig, oder? Ich konnte es nicht direkt kaufen. Ich muss erst rausgehen. Mich blamieren? Oder, ja gut, ich konnte ja nichts dafür. Weil... Ohne die Dinger scheint es wirklich nicht möglich zu sein. Hiermit wird auf der Karte der Aufenthaltsort eines Buhus gekennzeichnet. Ja, oder?
Ja, aber selbst wenn, das macht keinen Sinn, dass die jetzt vor 10 Sekunden noch nicht im Angebot waren und jetzt schon. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Wenn ich ganz offen bin. Warum sehe ich jetzt keinen Buhu auf der Karte? Mir ist es jetzt zu blöd. Wir werden im Verlauf des Abenteuers schon noch sehen, wie das funktioniert. Ach, und es gibt ja wirklich noch ein B2. Okay. Alles klar. Als nächstes kommt aber der Konzertbereich. Auf Etage 4. Und wenn wir mal irgendwann Zeit haben, dann gehen wir zurück auf die 5. Etage und collecten da alles, was geht. Ich glaube, jetzt mit Luigi kommen wir auch in den Bereich, wo unsere Zimmer waren. Spielen die Geister hier Musik? Ey, ist das dein Ernst? Nee, heute fuckt der Typ mich total ab. Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Ich habe ein Transfersystem eingerichtet, nur für dich. Ruf einfach den VB auf und wähle Labor. Dann bist du im Nu bei mir. Der Transfer funktioniert auch in die andere Richtung. Du kannst vom Labor aus an die Stelle im Hotel zurück, an der du zuletzt warst. Das war's fürs Erste. Vergiss bei deinen Erkundungen nicht, dass du stets auf das Transfersystem zurückgreifen kannst. Okay, aber sag mir das doch einfach gleich. Genauso wie die Sache mit den Buhus. Wobei er mir dazu ja eigentlich gar nichts gesagt hat. Da tapp ich ja, wie der Buhu schon sagt, komplett im Dunkeln. Naja, wird sich schon aufklären. Huch! Also das war jetzt eigentlich nicht meine Absicht, den Spiegel in Einzelteile zu zerstören. Aber gut. Hat wenigstens ordentlich Geld eingebracht. Kann ich auch hier mit diesem, was ist denn das, Trompete irgendwas machen? Reinblasen vielleicht? Achso, blasen nicht. Ach ja, cool. Da gibt es gleich mal so einen Edelstein für... Okay, ich denke, ich verstehe schon. Ja, nice. Okay, schönes Rätsel. Wenn auch recht offensichtlich und direkt zu Beginn der Etage. Aber das ist eine schöne Einführung in diesen Konzertbereich. Wie groß war denn das Areal eigentlich? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh oh. War was? Wow, bleib stehen. Dann halt nicht. Ja, nice. Hier gibt's sogar Popcorn. Hoffe mal, das ist noch haltbar. Sonst kontaktiere ich die Verbraucherzentrale. Da kenne ich keine Gnade. Kann man da nicht irgendwie rein? Das sieht so komisch aus. Nein? Ach, zum Reingucken. Okay. Noch ein Edelstein. Okay, man muss da garantiert irgendwie reinkommen können. Ach, der hat den in den Tresor gelegt. Wie kriege ich den auf? Komme ich überhaupt in den Laden? Naja, jedenfalls kennen wir jetzt schon mal die Position des zweiten Edelsteins. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Aber ich sehe den Eingang zu dem Laden nicht. Oh, jetzt habe ich mich gerade wirklich erschrocken. Oh, Moment, ist das nicht eine Szene aus dem allerersten Trailer? Aus dem Reveal-Trailer? Ja, oder?
Ja, mein Timing ist auch schon mal besser gewesen, glaube ich. Richtig peinlich. Na, mach nochmal. Und jetzt Schluss mit lustig, Freundchen. Ich glaub, bei dir hackt. Das war der einzige Gegner hier? Na gut, ist ja auch nur der Gang. So, was ich mir jetzt noch anschauen wollte. Ist der Bereich hier hinten. Weil da wird man so abgelenkt. Könnte gut sein, dass hier noch was zu holen ist. Echt nicht? Gar nichts? Ah! Ganz ein schlauer Hase. Der Luigi. Das war aber nur da der Fall, oder? Alles andere waren echte Bilder. Ja. Okay, cool. Sehr cool. Auch der Eimer lässt sich zerscheppern. Lohnt sich. Und wir gucken weiter. Da ist ja noch mehr Popcorn. Ach, das sind diese typischen Popcorn-Automaten und hier einfach mal drei Geldmäuse. Wow. Diese klassischen, ja, ich möchte schon fast sagen, alten Popcorn-Automaten. Der lässt sich per Licht steuern. Na komm. Gönn mir. Aber süßes Popcorn bitte. Na also. Was, hier ist auch ein Edelstein? Als ob wir hier schon zwei haben und die Position des dritten kennen. Ich glaube, so schnell ging das noch nie. Ist das ein etwas kleinerer Bereich eigentlich? Ach, und wegen des Ladens. Der muss ja dann eigentlich hier sein. Nein? Oder auch nicht, das ist das Bad. Das Bad dieser Etage. Klar, muss ja auch Klos geben. Hier bei der Konzerthalle. Und selbstverständlich auch den einen oder anderen Schacht für Luigi. Wo kommst du raus? Achso. Er holt uns einfach mal Gold, das sich im Schacht befand. Wobei, kann er nicht sogar noch hier hinter? Ja, oder? Und das da rechts, ist das ein Buhu? Boah, Tatsache, wie geil. Guckt mal. Das ist ja cool gemacht. Verstehe aber nicht ganz den Sinn davon. Ach, Moment. Ich glaube, ich hätte Luigi dahin platzieren müssen, oder? Ach nein, man kann da reingreifen. Ah ja, es ist eine Geheimtür. Aber ich dachte, man kommt nur da rein, wenn Luigi richtig steht. Besser so, dass es nicht so ist. Alles klar, wir haben ihn erreicht, den Laden. Warum der so gut versteckt ist, frage ich mich allerdings schon. Gut, vielleicht wollte sich der Betreiber vor Dieben schützen und hat deshalb seinen Eingang gut versteckt. Verstehen könnte ich's. Kann ich das hier aufschießen? Nee. Aber bestimmt mit dem Pömpel, oder? Mit dem Pömpel aufziehen? Weil es wackelt auch so. Würde mich wundern, wenn man das nicht aufbekommt. Ja. Jede Menge zu schießen hier. Weiß aber nicht, ob das einen Sinn hat. Was ist das denn? Da kann man musizieren.
Oh nee, jetzt sag aber nicht, ich muss da irgendein Lied spielen, damit sich der Tresor öffnet, weil... Das kriege ich nicht hin. Gibt's einen Hinweis wenigstens? Geht auf jeden Fall nicht auf. In der Kasse? Logischerweise nur Geld. Ja, wir finden zwar alles. Aber was hier jetzt gespielt werden muss? Keine Ahnung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu später noch irgendwo einen Hinweis geben wird. Luigi's Mansion Main Theme war das, glaube ich. Aber wie habe ich das gerade gemacht? Hä? Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe nur gesehen, dass auf einmal hier oben das alles vibriert hat und dann... Dann bekam ich einen Edelstein. LOL. Ist mir natürlich recht. Aber seltsam finde ich es schon. Gut, schon 3 Edelsteine. Läuft. Und das hier sind die Damentoiletten. Was gibt's hier zu holen? Eine Goldspinne. Okay. Ja. Hat sich alles gegönnt. Dann einmal hier. Einmal hier. Hä? Geht nicht? Oder stimmt da was nicht? Da stimmt was nicht. Ah, man hat den nur im Spiegel gesehen, oder? Hä? Nee, macht auch keinen Sinn. Egal. Jedenfalls war der Wasserhahn nicht ganz vollständig. Jetzt passt's. Oh, das ist ein Edelsteingeist. Hä, das kann doch gar nicht sein. Warum haben wir denn jetzt gleich schon 4 Edelsteine? Das geht viel zu schnell und zu einfach auch teilweise. Guck dir das mal an. Klar, ich freue mich, aber es wundert mich schon. Was ist dahinter? Jemand am Kacken? Nö, ein Musikinstrument. Verstopft das Klo. Wir helfen aus. Oder haben zumindest unser Bestes getan. Sorry. Mehr kann ich nicht tun. Aber ich nehme das Geld. Und gehe gleich. Hab aber da vorne noch was gefunden. Was ist das? Heizung? Ah. Wieder ein Schacht, wie auf der anderen Seite. Für Luigi. Wenn der mir jetzt den letzten Edelstein holt, dann... dann fände ich das krass. Was hat denn der da noch mitgebracht? Ein Xylophon? So, das war's jetzt aber, oder? Moment, gibt es jetzt nur noch diesen großen Hauptraum? Da müsste doch dann eigentlich der Bossgeist schon sein, oder? Aber das ging jetzt wirklich ein bisschen zu einfach. Ach so, Moment, ist das ein Hauptboss? Weil da ist ein Toad-Bild. Heißt das, wenn wir den besiegen, können wir Toad befreien? Jetzt ergibt das auch Sinn, warum wir alles so schnell bekommen haben. Auf dieser Etage befindet sich ein Hauptboss. Das ist er. Geister Mozart.
Herren. Ich komme nicht mehr zu ihm hoch. Aber er lässt die Stühle fliegen. Verdammt, wo soll ich hin? Ja, na klar. Ist er wahnsinnig? Oh, verdammt. Aber ich glaube, in Bewegung bleiben ist hier die Lösung. Am besten laufe ich hier immer im Kreis. Dann kann mir eigentlich nichts passieren, oder? Das Geld? Tatsächlich. Okay, wir bleiben in Bewegung. Wir bleiben in Bewegung. Dann passiert hier nichts Schlimmes. Alles gut. Oh, er wird schneller, er wird schneller, er wird schneller, er wird schneller. Ah! Oben rechts ist noch ein Sparschwein. Aber keine Ahnung, wie man da rankommen soll. Alter, übertreib halt! Wow! Spinn's doch. Okay. Kann euch die Brillen doch bestimmt absaugen. Kann ich beide gleichzeitig bitte einsaugen? Ja. Geht nicht, aber vielleicht aufeinander schleudern. Och komm, ist das dein Ernst? Als ob der sich befreien konnte. Beziehungsweise, als ob der andere mich da im richtigen Moment noch schlagen konnte. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Okay. Das geht hier ab. Wir kämpfen noch gar nicht gegen den Hauptboss. Und sind schon halb tot. Ich glaube, ich spinne. Ja, es lohnt sich auch nicht. Ich bin ein bisschen zu scharf auf diese Kombo-Punkte. Ich will halt gerne zwei auf einmal einsaugen. Für die Goldbarren. Aber das macht mir meistens nur Probleme. Ach, der hat seine Brille ja noch. So, jetzt verschwinde, aber du möchtest gern Ballerina. Das war's. Was geht ab? Nee! Super Mario 64, sag ich da nur. Das böse Klavier. What? Aus Super Mario 64? Kennt doch jeder. Und ich glaube, wir alle hatten als Kind Angst vor dem Teil. Oh, ja, ich hab noch gedrückt, aber zu spät. Alter, der haut ja richtig rein. Der haut ja richtig rein, der Typ. Was kommt denn jetzt? Achso, die Bombe muss ich bestimmt wieder da reinschmeißen. Oder reinschießen. Alles klar. Alles klar. Also der Bosskampf funktioniert auf jeden Fall anders als die bisherigen. Passt aber auch für einen Hauptboss. Bam! Okay, was jetzt? Wow! Kann ich ihn angreifen? Ah, tatsächlich. Aber er brennt. Das verletzt mich doch, oder? Nee. Also zumindest habe ich 99 Leben. Passt. Oh nein, geht das Ding jetzt wieder auf mich los? Was macht der da? Ach, der hat Tasten geschossen. Okay, ich habe diese Sprungattacke erwartet, wie vorhin, aber er lernt anscheinend jeder Runde was Neues. Ist aber ein guter Boss, Alter. Das ist ein richtig guter Boss. So, und hier jetzt springen. Das hätte ich vorhin sogar fast geschafft. Moment, Moment, Moment. Was macht er denn nun? Kann man die Dinger auch einsaugen? Nein. Also war meine Intention mit dem Luftstoß vorhin schon ganz gut. Auch hier in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Aber wie... Kann ich ihn denn jetzt treffen? Ah, jetzt.
oder? Hä? Wie kann ich ihn denn jetzt verletzen? Ach so. Ach komm, ernsthaft? Man muss einfach nur warten, bis er zur Bombenphase übergeht, oder? Ja. Also es ist ein Boss, wo man hier durchhalten muss. Aber sehr geil inszeniert, ich feiere ihn. Mal gucken, ob er wieder was Neues lernt. Hat er bisher in jeder Phase. Alter, sieht das creepy aus mit seinen langen Armen und dann dieses Tippeln. Damn! Oh nein, ich glaube, ich war zu langsam. Okay. Glück gehabt. Aber der hat noch so viele Leben. Der wird noch lange durchhalten. What the? Kann ich ihn nochmal schnappen? Tatsächlich. Komm, gib ihm Luigi schnell. Yes. Yes, 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 yes. Gib's ihm! Luigi, nein! Das darf nicht wahr sein. Okay, das habe ich versaut. Wir hätten uns jetzt eigentlich so einen Durchgang sparen können. Ja, jetzt rastet er komplett aus. Alter! Dreimal hintereinander diesen Shit. Da konnte ich jetzt gar nicht ausweichen. Übrigens gut, dass man den Goldknochen an der Stelle bekommen hat. Was macht er denn jetzt wieder? Achso. Okay, 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 okay. Er legt sich rein. Quasi wie in den Sarg. Okay, die Bombe nehmen, die nicht gleich hochgeht. Das wäre in dem Fall diese hier. Der sitzt. Und dann schauen wir mal, ob wir ihn jetzt vielleicht besiegt bekommen. Aber ich habe vorhin übelst reingeschissen. Wie viel Leben hat er denn noch? Oh, was ist das denn jetzt hier für eine Attacke? Diese Noten fand ich vorhin schon so gefährlich, weil die auch ein bisschen zielsuchend sind. Aber jetzt kriegst du voll aufs Maul! Oh, das reicht nicht ganz, das reicht nicht ganz, das reicht nicht ganz. Gib's ihm, gib's ihm! Oh, wo bist du, wo bist du? Jetzt hab ich dich! Yo, 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 das KOT, das KOT, yes! Hä, Luigi? Luigi macht auch noch mit, auf Ehre. Alter, richtig krass geiler Boss. Das hat mal mega reingehauen. Den konntest du nicht einfach so schnell besiegen. Der hatte verschiedene Phasen, hatte viele verschiedene Angriffe, hat sogar pro Phase was Neues gelernt. Tipptopp, Boss. Alter, da freue ich mich mega drauf. Und auf alles, was noch kommt, hier in Luigi's Mansion 3. Hinterlass gerne einen Daumen und bis zur nächsten Folge, denn heute hat der Boss mich ein bisschen überrascht und die Folge ein klein wenig verlängert.